Eine Großstadt bei Nacht, dunkel, schön beleuchtet, echt wunderschön. Extrem dunkel und nicht so gut beleuchtet, das wartet jetzt auf mich und extrem unschön. Die Leipziger Innenstadt. Mitten in der deutschen Messemetropole, dem Sitz der obersten Verwaltungsgerichtsbarkeit unseres Landes, wird mir klar, unsere Zivilisation verdanken wir der Kanalisation. Ich habe mich jetzt mal schnell umgezogen bzw. in Schale geschmissen, denn für mich geht es heute ab in den Gulli. Das hier, das ist mein Boss, das ist der Marco und mit dem werde ich heute eine Menge dicke, große Haufen wegmachen. Geht ganz schön tief runter und es stinkt jetzt schon wie die Hölle. Und tschüss. Alter, es stinkt. Aber schön warm hier unten. Du wirst gleich noch mehr schwitzen. 3 Meter unter der Stadt. Das ist echt, das ist der Wahnsinn. So, wir haben ja gleich die erste Anschlussleitung, die wir zu spülen haben. Ja? Da wird uns jetzt der Kollege von irgendeinem Schlauch runtergehen. Okay. Wir brauchen einen Schlauch. Das Ding hier, das, oder? Das ist die Spüldüse. Ja? Mit Schlauch. Die tun wir dann in den Anschluss rein. Okay. Ralf, Wasser an! Und das Wasser geht an. Mit 150 Stundenkilometern schießt es durch die Schläuche und der Duft der Unterwelt mir in die Nase. Boah, stinkt das, ey. Boah, Eierfurt. Marco, ganz anders als ich, bleibt da total cool. Boah, und das erste Mal, oh, Scheiße. So sieht das aus. Okay. Und das jetzt ungefähr 30 Mal. 30 Mal? Okay. Schätze ich mal. Warum muss das jetzt gemacht werden? Ja, weil wir dann im nächsten Arbeitsschritt die Anschlussleitung mit der TV-Kamera befahren. Ja. Und deswegen müssen die Rohre sauber sein. Okay. Wie bei der Darmspiegelung. Da muss ich ja vorher auch erst entleeren, bevor er was sieht. Ich fühle mich hier wie bei der Darmspiegelung. Das riecht auch hier wie bei der Darmspiegelung. Wird noch besser. Das ist richtig schwer. Und das Ding an sich ist schon schwer. So, Schlauch rein. Jetzt. Wasser an! Der Hochdruck löst alles, spült alles frei. Selbst meine Atemwege. Oh, komm, nicht wie ein Mädchen, wie ein Mann, zurück. Oh, ein Stück. Den ausgeleierten Spruch von wegen schade, dass es kein Geruchsfernsehen gibt, den spare ich mir. Ehrlich, seien Sie froh. Hey Marco, man kriegt die ganze ins Gesicht. Lass doch bloß Wasser. Ja, Wasser, das du. Was ist eigentlich, wenn man hier gerade sitzt und da oben geht einer aufs Klo? Kriegt man dann den Haufen in den Nacken? Weil du günstig sitzt, na klar. Weißt du was, ich gehe jetzt mal hoch und sag den Leuten, die sollen mal aufhören, aufs Klo zu gehen, wenn wir hier arbeiten. Das wäre eine gute Idee, aber das wird kaum einer machen. Aber hier, weil wir sitzen ja hier im Klopapier, das gibt's ja nicht. Wir arbeiten hier an deren Häusern und dann gehen die auch noch aufs Klo und schicken hier dicke Haufen in die Bahn. Das wird ganz schön dicker. Jan, du bist zu fett. Mal klingeln hier. Schönen guten Tag. Wir sind von der Kanalreinigung. Können wir mal eben kurz hochkommen? Weil wir Ihnen was sagen müssen wegen dem Abguss. Ja, schön. Welche Etage müssen wir denn? Links nicht. Noch eine hoch? Noch eine hoch. Oder noch eine hoch? Nochmal? Schönen guten Tag. Ich bin fix und fertig. Ich will jetzt mal die nächsten 10 Stunden nicht aufs Klo gehen. Weil ich muss da unten arbeiten. Ich muss quasi hier den Kanal sauber machen von Ihnen. Wäre das möglich? Bestimmt. Prima. So. Jetzt wieder runter. Wir sind, glaube ich, im 10. Stock. Mein Gott. Und da ist tatsächlich ein Aufzug. Rausfinden. Was ist das? Also die Frau hier, ich glaube, die finden einen schon sexy in dem Outfit hier. Definitiv, weil
Er kann schon was, ne? Mit Gurt. Er sieht also sehr männlich aus, alles. Ja? Und dadurch wird man auch immer gesehen. Das ist bei Frauen nie verkehrt. So im Nachgang betrachtet scheinen mir wohl die Gase zu Kopf gestiegen zu sein. Aber weiter im Text und wieder runter in das gut 6000 Kilometer lange Kanalsystem im Untergrund von Leipzig. Kanalreinigungen finden übrigens meist nachts statt, da oben fast immer Straßen abgesperrt werden müssen. Doch das interessiert mich gerade überhaupt nicht. Heute Abend habe ich definitiv Herpes. So, den hier links, oder was? Ja. Okay. Gut. Waffe an! Boah, ey! Heiko! Aus! Boah! Sehr schön. Ich hab den ganzen Mist im Gesicht. Es ist so ekelhaft. Du sollst ja nicht reingucken. Boah! Boah! Boah. Naja, bald. Wenn wir hier durch sind, wirst du schon wissen, wie es geht. Was ist denn los jetzt? Ich glaube, ich schon hier. Das soll heißen, ich gebe auf. Ich hab genug. Ich hab den Kanal sowas von voll. Schluss für heute. Ich bin fix und alle. 3 Stunden habe ich jetzt da unten einen Haufen weggemacht. Es stinkt wie die Hölle. Es ist eng, es ist nass, es ist einfach unbeschreiblich. Ich wusste nicht, dass es solche Gerüche gibt. Ganz ehrlich, ich bin fix und fertig. Ich habe fast einmal. Und ganz im Ernst, jetzt gehe ich erstmal aufs Klo.